Und ich rede von keiner geringeren Illusion als der berühmten zersägten Dame. Und Sie? Nee. Ja. Bleiben Sie sitzen. Sie dürfen heute entscheiden. Sie dürfen entscheiden, wer Dienst hat. Weil auch ich habe meine eigene Variante entwickelt und ich habe festgestellt, in einem Kartenspiel gibt es genau 4 Freiwillige. Kreuzdame, Herzdame, Pikdame und Karo-Dame. Welche soll es sein? Die Karo-Dame wird zersägt heute. Okay. Machen wir so. Ganz hinten. Die hier. Sie dürfen noch was entscheiden. Sie dürfen entscheiden, wie diese Karo-Dame heute heißt, ihren Bühnennamen, so ein Künstlername. Ne? Müssen Sie sich vorstellen, steht hinterher auf dem Plakat groß drauf, muss international funktionieren und ein bisschen ausgefallen sein. Eleonore. 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 Soll man so ein bisschen Spanisch aussprechen, oder? Das sieht man in der Schrift eh nicht. Jetzt bin ich echt gespannt, aber ich glaube, stimmt, oder? Ja. Eleonore. Meine Variante der berühmten zersägten Dame passiert ohne jegliche Kisten. Ohne Säge, nur mit der richtigen Musik. Maestro, bitte. Ja, das war der leichte Teil. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ach ja, in der Geschichte der zersägten Dame sind auch schon mal Fehler passiert. Eleonore. Ja, so rum. Und das hier übrigens war ganz nebenbei gesagt die Geburtsstunde der Dame ohne Unterleib. Ja? Und ich weiß, es gibt ein erhöhtes Interesse jetzt an Eleonore, ob sie zusammengeklebt ist oder zusammengewachsen. Wir stellen sie aus, damit sie sich davon überzeugen können, dass Eleonore nicht geklebt ist.